Willkommen zurück zu Castlevania. Ja, Leute, ich habe hier offscreen. Bin ich jetzt schon mal hier wie ein Irrer rumgerannt? Ich habe es letztendlich auch geschafft. Der Junge stand an so einer Tür. Aber das hat eine ganze Weile gedauert. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt wiederfinde gleich. Ich probiere es natürlich. Ne? Dann immer diese Bekloppten, ne? Und er hier natürlich auch, ne? Wunderbar. So, ich habe extra ja, wie gesagt, nicht gespeichert. Wenn, dann... Kann jetzt auch nicht genau sagen. Ich weiß das nicht. Ich bin einfach rumgerannt, immer gesprungen hier. Und irgendwann... Da, ja... Da habe ich ihn dann gefunden. Bin auch immer hier hin, weil hier seid ihr sicher. Dachte ich eigentlich. Okay. Ja, hier hatten wir ja zum Schluss gespeichert. Da kommen die gleich von vorne. Jetzt ist er erstmal gelähmt, glaube ich. Und die Hunde, wie schnell die wieder aufstehen, ey. Das ist echt unnormal. So. Ja, ich habe vergessen. So, da ist ja das Tor. So, und hier kommen wir ja quasi, also da vorne war das Tor, wo wir ja ursprünglich vom hergekommen sind. So, ich werde jetzt mal, ich habe extra nicht da angefangen, weil ich wollte, dass ihr das auch seht. Ich bin da manchmal auch hier rein. Ja, hier ist aber jetzt nichts. Da kommen sie schon wieder. Die Bastardhunde. Ja, Frankenstein, lass mich doch mal in Ruhe. So, man kann hier einfach nur immer diese machen und hoffen, dass einen die Hunde nicht erwischen. So, hier ist der Irrgarten. Ja, Irrgarten hin oder her. Aber zack, zack. So, und schnell wegspringen, bevor er mit seiner Kettensäge, da auch der unnormalen Schaden, ey, finde ich. Da kann es auf keinen Fall sein, weil da ist ja der Dings. Ich glaube, wir sind jetzt hier gleich wieder am Anfang. Ja, jetzt erwischt er mich auch schon wieder. Verdammt. Wir nehmen mal noch ein Brathuhn. Na, wenn ich anders, lade ich ja immer wieder neu, ne? Ach, scheiße, jetzt habe ich zwei genommen. Naja, gut. So. Hier lang. Ich weiß es wirklich nicht, wo der Junge wartet. Ich bin einfach hier immer hin und her gesprungen, die ganzen Wege. Na, jetzt sind wir ja hier wieder am Anfang. Na, vielleicht ist es ja auch hier am Anfang. Nee, glaube ich nicht, weil wir ja... Oh, diese... Und dass die dann auch immer so schnell wieder auf der anderen Seite sind, ne? Das verstehe ich nicht. Also die Hunde hier und so. Gehen wir mal hier durch wieder. Hier war Sackgasse eindeutig. Jetzt kommen sie gleich wieder an hier um die Ecke. Da kommen sie schon wieder. Also er ist jetzt auch ein bisschen gelähmt. Die kamen jetzt von hier. Ja, aber... Wo ist der Junge? Oh nee, ey. Die Nerven. Wir nehmen mal ein großes. Ich will eigentlich, wollte eigentlich nicht so viel, aber man kann sich den Weg auch irgendwie gar nicht merken. Glaubt mir das. Das ist so verwirrend. Ich bin so oft male rechts, links und das ist komisch. So. Hier ist auch falsch, weil hier gibt es nur den einen Eingang. So. Junge, wo bist du? Du musst doch irgendwo sein. Ich
Ich weiß es nicht. An irgendeine Tür wartet er. Da hat er mich wieder erwischt. Na, ja, die ist es definitiv nicht. Ich gehe immer zur falschen Tür. Wir laden mal nochmal neu. Da haben wir wenigstens wieder alles dabei. So. Ihr könnt mich mal... Ja, klar. Ja, kriegst du aufs Maul. Ja, willst du gleich nochmal zuhauen, wa? Doppelbackel, du. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist hier von der anderen Seite. Ich glaube, der steht auf der anderen Seite, der Junge. Ich glaube schon. Weil da ist er ja losgerannt. So, na gut, jetzt haben sie mich. Hier ist auch bloß Sackgasse. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Dann habe ich mich dann hier hochgestellt. Müsst ihr euch beeilen. Ah, hier macht er doch Schaden. Aber hier könnt ihr ihn zum kompletten Umkippen bringen. Seht ihr? So, schnell mal ein Brathähnchen geklaut. Ich weiß es nicht. Hier kann ich auch durch. Okay, dann bin ich hier. Da kommen die da oben. Habt ihr gesehen? Da oben kommen die. Von da oben. Ja, war klar, dass ich jetzt tot bin. Boah, ist das so ätzend. Ganz in die Schilden, mein Freund. So, wir gehen mal hier lang. Das ist die, ja, kupferne Tür versiegelt. Ich glaube nämlich, dass die von der, dass ich da hin muss von der, nach der anderen Seite. So. Ich dachte, ich brauche nicht mehr so lange. Ja, Sackgasse. Hier kommen gleich die Hunde um die Ecke. Lasst mich doch in Ruhe. Lasst mich. Hier. Ah. Jetzt sind wir hier wieder. Ist total hohl, weil... hier geht's nicht nirgendwo hin. Hier ist im Kreis. Hier läuft man echt nur im Kreis. Und schnell weg, bevor der kommt. So, da ist der... Kann er durchkriechen? Ich weiß es echt nicht, wo das sein soll. So, hier... Ja, trifft er mich natürlich trotzdem. Jetzt bin ich so festgebackt, ich kann nicht mal mehr zuhauen. Okay. Das passiert nämlich auch. So, geben wir dem mal ein paar mehr. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier noch überall hinlaufen soll. Ja, die Hunde sind auch wieder da. Tralala, ja, schön. So, gehen wir hier hin, sagt er uns ja, sie müssen erst den Jungen finden, ne? Ist ja klar. So, und da war ja der Junge gewesen. Ursprünglich. Hier kann er ja auch gar nicht mehr sein. Also, müssen wir durch die Tür. Wir rennen hier die ganze Zeit im Kreis. Und irgendwo wartet der Junge an einer Tür. Und ich weiß nicht, und ich glaube, hier ist auch wieder falsch.
Ja, auf jeden Fall. Der wartet irgendwo, ich weiß es aber nicht. Diese blöden Köter, die gehen halt so auf den Sack. Oh, jetzt habe ich auch noch ein Messer aufgehoben. Boah, wollte ich gar nicht. Frankenstein, lass mich in Ruhe. Wo ist der andere Hund? Hat er wieder ein Brathähnchen fallen lassen? Gucken wir mal. So, jetzt bin ich aber hier auch mal bedienungsdürftig. Nehme ich hier doch mal ein bisschen was mit. Wenn ich schon... Ich denke mal, ich lade sowieso dann wieder neu. Ja, lasst mich doch in Ruhe. Der mit seiner Motorsäge immer, ey. Boah, jetzt sind wir hier wieder beim Garten. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, komm hier. Ja, klar. Hier, komm. Deine Mutter, ey. Du bist voll scheiße, wisst ihr das? Und hier, komm. Dein Köter, komm, der hat meine gepeitscht. Und hier voll in die Fresse. Hier, komm. Frankengesteinter. Zack, zack. Geht weg. Mensch, hier, ihr Bastardos. Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wo der Junge hin ist. Ah, bäh. Ja. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte mir, gut, jetzt habe ich es geschafft. Endlich. Ich habe den Jungen getroffen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich war an irgendeiner Stelle, da war doch... Nee, die war das nicht. Ja. Du bist des Todes, du bist des Todes. Nehme ich ja lieber Weihwasser. Ey, wenn er die Hunde festhalten... Ja, man, bin gleich schon wieder tot. So, machen wir mal hier eine Wand. Hahaha. Und dann gleich hier nochmal in die Weihwasserwand reinrennen. Das ist falsch, das ist falsch. Warte mal, ich war doch. Moment mal. Vielleicht aber doch nicht. Okay, wir machen es einfach nochmal. Was war hier nochmal? Hier war auch Sackgasse, ne? Hier war das gewesen, glaube ich. Auf einer Seite. Auf die andere Seite. Lämmel! Ich peitsche dich jetzt so lange, bis du umfällst, sag ich dir. Da. So. Hier war das gewesen. Okay, warte mal, dann bin ich rüber. Auf die andere Seite. Und hier müsste auch nochmal. Genau. Da habe ich dann nochmal Tisch an Tisch und das und du kriegst das und das. Jetzt verrecke, fall um. Den blöden Köter auch. Nee, ich sammle Steine, ist mir egal. So, und da bin ich ein paar Mal hin und her gerannt. Dann bin ich wieder hier. Komischerweise. Nee, 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 nee. Ah, nee, jetzt kommen sie von da oben, stimmt. Ja, 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 ja. So, nix da. So, bin ich dann hier hin? Ne, hier eigentlich nicht, aber wir machen das mal jetzt. Alles. So, bis der umfällt. Komplett. Komischerweise seine Hunde, die stehen. Er lässt dann auch immer einen Brathahn fallen. Komischerweise. Ah, da sind sie schon wieder, die Hunde.
Hier ist Sackgasse. Okay. Das ist ja nicht hübsch. Und hier sind wir wieder beim Garten. Ich verstehe es nicht. Ja, da in den Garten brauche ich gar nicht erst reingehen. Wenn ich das endlich mal finden würde. Warum muss der unsterblich sein? Er ist aber umgefallen. So, das kostet euch jetzt was. Geld! Aber Leute, ich sage euch was, wenn ich es jetzt in den Part nicht schaffen sollte, werde ich das nochmal offscreen machen. Würde ich sagen. Und ich spring voll in seinen Schlag rein. Ist das nicht wunderschön? Ich hoffe natürlich, ich finde das noch. So, hier war ja die... Ja, da war es schon wieder erledigt. Boah, ich weiß nicht mehr. Hier brauche ich eigentlich gar nicht gucken, weil nach beiden Seiten... ist die Säue. Lass mich in Ruhe. Zack, zack, zack. Und ich peitsche euch. Ich werde euch. So. Schön wär's, wenn die tot wären. Jedenfalls bleibt Frankenstein mal eine Weile sitzen. So. So, hier ging es ja nirgendwo hin. Ja, eigentlich, da ist die eine Tür, die verschlossen ist. Ja, eigentlich kann man nur hier hin. Durch die Tür wieder. Ich glaube, deswegen habe ich das Spiel auch noch nie let's played, weil ich genau diese Stelle, wo ich die bei anderen gesehen habe, immer gedacht habe, nee, oh Gott. Ja, hier war eine Sackgasse. Die kommen gleich von da wieder. Also renne ich mal jetzt noch da nochmal. Ja, Sackgasse. Ja, schön daneben. Lasst ihre Zeit, Frankenstein. Lassen Sie sich Zeit. Die Hunde, ja. Die wollen immer. Nein, du triffst mich nicht. Ich habe Besseres vor. Ich gehe jetzt mal nach da. Der trifft einen aber hundertprozentig immer mal. Ich verstehe das nicht. Ich sehe jetzt nur noch, ich finde die Stelle nicht mehr, wo das mal war. Können ja hier noch mal reingehen. Ja, uns einmal heilen. Ja. Zum Kotzen. Ich weiß auch nicht, wo der Junge... Der steht irgendwo vor so einer kleinen Tür. So, wenn wir das schaffen, den da zu sehen, die Tür, dann kommt er auch sofort an die Rand. In der Luft hat er mich. Der Bastard, ey. Gerade ein Hähnchen genommen. Natürlich auch blöd, wenn ich jetzt hier so viele Hähnchen verballer und dann auf einmal kommt der, ne? Ja, hier ist Sackgasse ever. Das ist klar, dass ich hier ein, ne? Ja, ja, ja. Kommt, Junge, geht kacken, ey. Ich weiß nicht, Junge, wo bist du? Jetzt sind wir hier schon wieder. Da ist er. Da war er.
Oh, Gott sei Dank, ich habe das noch in dem Part jetzt geschafft. Na gut, zwei Parks im Irrgarten, das geht eigentlich noch, finde ich. Hierher, hierher hast du es geschafft. Gefährlich ist nur der Wald. Sei ein Mann, du kannst es. Soll das etwa heißen, wir müssen hier nochmal zurück? Oder was? Ich esse hier mal ein Hähnchen. Und dann mache ich hier mal ein Safe. So. Kann ich hier nicht durch? Malus entkam durch diese Tür. Ja, schön. Nicht nötig, sie zu öffnen. Hier warten ja wieder, ne? Da wissen wir ja schon, wer da wartet. Aber vielleicht muss ich ja einfach hier nur lang. Ich will jedenfalls nicht mehr da rein, wo Frankenstein rumrennt. Okay, eine Sackgasse. Oh, ein Schlüssel. Kupfertürschlüssel. Ach nein, ich hab's gewusst. Wetten, dass hier zu ist. Oder nicht? Kupfertürschlüssel. Der. Moment, haben wir jetzt noch mal den Kupfertürschlüssel? Weil im Irrgarten war ja da war ja eine Tür gewesen mit. Ja. Oh, ich muss noch mal zurück. Aber oh, nicht ohne das Brathahn. Mist. Und dann wieder den Weg finden. Oh, wenn sich das nicht lohnt, ey. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Oder wir heben uns das auf. Ich weiß ja nicht, ob man nochmal da in den Garten kommt. Ich glaube nicht. Na gut, ich sage hier mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Castlevania. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.